herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ein bisschen ist es her, dass wir das letzte Mal ein Dingle Talk aufgenommen haben. Deswegen dachte ich, es wird mal wieder Zeit, ein bisschen zu quatschen. ja, da ich wirklich sagen muss, dieses Dingle Talk Format liegt mir auch sehr am Herzen. Ja, ich mache das auch viel zu selten, also ich muss das wirklich echt mal wieder öfter mit einbauen auf diesem Kanal. Ja, weil ich auch finde, dass es ein sehr, sehr schönes ja, Community-Projekt ist, wo viele auch was von haben. Ja, deswegen, falls ihr irgendwelche Themenvorschläge habt für den nächsten Dingle Talk, der dann hoffentlich sehr bald kommen wird, dann schreibt es mir doch mal bitte sehr, sehr gerne in die Kommentare. Es kann wirklich jegliches Thema sein, also auch so richtige random Themen, irgendwie, keine Ahnung, Thema, naja, Freundschaften hatten wir schon, Thema Beziehungen, Thema, keine Ahnung, Jahreszeiten, Feste, Filme, Serien, also, ja, naja, obwohl, ein Thema, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht machen wollen, das ist Thema Politik. Ich finde, das hat halt wirklich absolut nichts mit ASMR zu tun, das lassen wir mal weg, aber sonst, ja, könnt ihr sehr, sehr gerne Themenvorschläge in die Kommentare machen, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, weil ich auch sehr oft nicht weiß, welches Thema ich ansprechen soll oder über welches Thema wir reden sollen. Genau. Also schreibt mir da sehr gerne eure Vorschläge in die Kommentare. Naja, auf jeden Fall heute in diesem, ich glaube, das ist jetzt der vierte Part, oder? Der erste Part war Weihnachten, der zweite Part war Silvester, der dritte, ja stimmt, der dritte Part war Freundschaften. Jetzt haben wir heute Thema, ja, Corona, Pandemie, Lockdown. Ich weiß nicht, ich hatte sehr große Lust, dieses Thema anzusprechen, denn ich muss wirklich sagen, die Corona-Zeit, die hat mich sehr, sehr stark geprägt und hat mich natürlich auch sehr stark mitgenommen durch, naja, meinen Schulalltag. Natürlich nicht nur mich, natürlich alle Schüler, die zu diesem Zeitpunkt zur Schule gingen, aber ja. Viele sind damit ein bisschen locker umgegangen. Viele hat es sehr stark mitgenommen. Und vielen hat es sogar geholfen. Ja, und ich muss auch sagen, ich bin auf jeden Fall einer von denen, die diese Zeit sehr, sehr schön fand. Genau, deswegen, ja, was heißt schön? Ich werde auf jeden Fall einfach mal losreden, loserzählen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Also, wo fange ich denn da mal an? Es hat ja alles vor, ich glaube, 4 Jahren begonnen. Boah, ich kann es gar nicht glauben. 4 Jahre ist das schon her. Puh, das ist doch der Wahnsinn, oder? Naja, vor 4 Jahren. Das war der, ich glaube, 13. März 2020. Da ging das Ganze los. Da fing es an, dort wurden nämlich, glaube ich, die Schulen geschlossen. Ja. Ja. Also, ich muss sagen, also die Woche, also es war ja schon, Corona gab es ja irgendwie schon Jahre vorher, glaube ich. Oder zumindest, ja, das weiß ich gerade nicht, aber Corona wurde ja nicht neu erfunden. Das gab es ja irgendwie schon mal. Aber ich glaube, 2019 kam das ja dann wieder in China, war das ja, glaube ich, bei diesem Jahrmarkt, wo jemand irgendwie eine Fledermaus gegessen hatte oder so. Ja, naja, auf jeden Fall hat das ja auch schon 2019 angefangen, dass es sich weltweit ausbreitet. Und dann, ja, ging es ja in Deutschland so ab März auch los. Ich sag mal so, es war schon Wochen vorher in der Schule auch das Thema Corona bei uns. Also damals, ja, ähm,
Es war halt alles normal, so wir sind normal zur Schule gegangen, aber man hat halt irgendwie schon gemerkt, die Lehrer tuscheln ein bisschen, Coronavirus, es kommt immer näher und näher, die Leute haben Theorien aufgestellt in der Klasse und auf dem Pausenhof oder halt im Flur oder wie auch immer. Also das Thema kam nach und nach immer mehr zu uns nach Deutschland und viele hatten Angst, viele dachten sich, yo, The Walking Dead in Real Life. ja, Virus bricht aus, oh mein Gott, viele haben Panik gemacht. Ja, ich kann mich aber noch erinnern, ich war zu diesem Zeitpunkt, mich hat das irgendwie gar nicht interessiert. Also ich dachte mal so, ja, komm, dann kommt da halt ein Virus. Was soll schon passieren, ne? Ja, was soll schon passieren? Das habe ich mir da noch gedacht. Naja. Und dann war es soweit, dann kam Corona nach Deutschland. Und das war ja wirklich, glaube ich, über ein Wochenende. Ich muss nochmal im Kalender gucken, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe mein Handy hier neben mir. So, Kalender. Ich schau mal, das war 2020. Wo habe ich es denn hier? März, 13. März, das war. Oh, es war ein Freitag. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, es wäre ein Montag gewesen. Ich dachte eigentlich, das wäre so, wir sind ins Wochenende gegangen. Es war Wochenende. Und dann auf einmal am Montag, nach dem Wochenende, so auf den Schlag, so aus dem Nichts, auf einmal schulfrei und irgendwie, dass das dann da alles losging. Aber nee. Dann war das doch anders, dann habe ich das anders in Erinnerung. Naja, egal. Ja, naja, das war auf jeden Fall der 13. März, an dem die Schulen geschlossen wurden, beziehungsweise wo sie erstmal geschlossen wurden. Da waren ja dann, ich glaube, 2 Wochen Ferien. Also so wurde das ja genannt, oder? Nee, waren es 2 Wochen? Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Naja, auf jeden Fall, es wurde halt beschlossen, die Schulen werden erstmal zugemacht. Jeder war verwirrt. Ich dachte mir auch erstmal so, ach du Scheiße. Also ich hätte wirklich damit niemals gerechnet, dass es wirklich so weit kommen wird. Aber ja, es war dann soweit. Und ich muss aber auch natürlich sagen, ich habe mich gefreut. Also ich war wirklich keine Schule und oh, ich war so happy. Aber ich glaube, jeder Schüler war einfach nur happy. Zumindest am Anfang, als die Schulen geschlossen wurden. Ich glaube, jeder Schüler war da wirklich happy und dachte sich so, yo, Ferien, oh mein Gott, keine Schule und so. Ja, naja, ich weiß noch, auch wo die Schulen noch offen waren, ich glaube tatsächlich, da sind sogar schon Leute im Supermarkt mit Masken rumgerannt. Ja, oh mein Gott, das war auch vor der Maskenpflicht. Da sind Leute mit Masken rumgerannt. Ich habe die angeguckt. Ich dachte mir so, was haben die denn? So, man hat sich lustig gemacht über Leute, die Masken tragen. ja, und dann ein paar Wochen später wurde das einfach zur Pflicht. Wer hätte damit gerechnet? Ja, irgendwie keiner, oder? Also, wenn man mal damals, also so überlegt hätte, hey, wir müssen jetzt die nächsten 2, 3 Jahre mit Masken rumrennen. Ich glaube, wir hätten das alle nicht ernst genommen, oder? Naja. Ja, schon krass, was da so abging. Naja, die Schulen wurden auf jeden Fall geschlossen. Es war alles super. Es war wirklich, also ich muss wirklich sagen, es waren ja, also als der erste Lockdown dann auch so offiziell war, es war alles so, ich weiß nicht, es war so still. Es war alles still. Ich weiß nicht so. Zum Beispiel in meiner Stadt, wir haben ein riesen Einkaufszentrum. Und das ist wirklich auch immer am Wochenende wirklich überfüllt. Also der Parkplatz auch alles voll, überall Menschen. Die Leute kämpfen auch um die Parkplätze. Also wirklich ist es gefühlt Ausnahmezustand da immer, vor allem an den Feiertagen. Und dann, ich weiß noch, da war ich mit meiner Mutter. Wir sind dorthin gefahren. An einem Wochenende, es war Lockdown. Und da hatten nur die Lebensmittelgeschäfte offen und die Drogeriemärkte. Und dieser ganze Parkplatz war an einem Samstag komplett leer. Ich werde dieses Bild nie
niemals vergessen, weil es ist jedes Mal so überfüllt, so viele Menschen, die da einkaufen gehen. Und dann dieser Samstag, wo wir dort waren, es war komplett leer. Alles war leer. Es war wirklich wie als, keine Ahnung, wäre irgendwie eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen oder als wäre irgendwie Krieg oder ich weiß es nicht. Es war einfach, es war so komisch, dieses Gefühl. Es war alles so leer. Auch wenn man bei Google zum Beispiel eingibt, Bilder vom Times Square in der Corona-Zeit. Also vor allem in der Anfangszeit von Corona, wo alles leer ist. Das ist so krass. Ich war noch nie am Times Square. Theoretisch, ich möchte da eigentlich mal hin, gleichzeitig aber auch nicht, weil ich liebe New York, aber ich hasse Menschenmassen und das ist ja dort der Fall. Deswegen, naja, weiß ich es noch nicht, ob ich da irgendwann mal hinkomme. Hinfahren, hinfliegen werde, keine Ahnung. Naja, aber so kann man sich es halt vorstellen, ne? So kann man sich das auf jeden Fall vorstellen. Immer alles besucht, voll mit Menschen und dann zack, Corona ist da, alles leer. Und so war das auch in dem Einkaufszentrum. Das war so, ja, ich werde dieses Gefühl niemals vergessen und diese Bilder niemals vergessen, weil das war so ungewohnt, wisst ihr. Immer da, so die ganzen Menschen und dann auf einmal niemand. Naja. Ja, es war schon krass. Diese Umstellung, das ging auch alles so schnell damals. Man war ja auch noch jünger. Ich meine, das ist ja jetzt auch 4 Jahre her. Und ja, ich glaube, wir alle mussten erstmal drauf klarkommen. Auf jeden Fall Thema erster Lockdown, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ich muss wirklich sagen, der erste Lockdown, der war. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich fand es einfach so nice und so toll. Also, an sich klar, ich weiß, das Thema Corona, scheiße, es ist eine Krankheit oder was auch immer, ist ja auch, na, es ist einfach, es war scheiße, Menschen sind gestorben, Leute haben ihre Existenz verloren, Familienmitglieder sind gestorben, sind krank geworden oder viele haben auch überlebt, aber haben bis heute noch schwere Folgen. Ich weiß, Leute, ich weiß, es ist wirklich schrecklich, aber ich muss wirklich sagen, die Corona-Zeit war wirklich für mich mit Abstand. Ich war einfach sehr, sehr glücklich. Ich meine, ich bin schon immer, ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Das muss man sagen. Also ich lache sehr viel und probiere auch alles immer positiv zu sehen und sich nicht über jede Kleinigkeit zu ärgern, weil man lebt nur einmal und naja, nicht im Streit auseinandergehen und sowas. Ihr wisst ja halt so das Übliche. Ja, aber so in der Corona-Zeit war es dann nochmal extra, dass ich so glücklich war. Ich kann es einfach nicht beschreiben. Es war einfach so eine schöne Zeit. Vor allem damals auch auf TikTok. Ich bin ja auf TikTok, seitdem Musical.ly existiert, also schon seit, ich glaube, 2016. Oder 2016 war das, ne? Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, das war auf jeden Fall. Also ich bin schon sehr, sehr lange auf dieser App. Und ja, so diese Zeit, diese Anfangszeit, wo auch alle in Quarantäne waren, wo das angefangen hat. Mit Corona, mit dem Lockdown, diese ganzen Trends, die da entstanden sind. Der Hype mit Charli D'Amelio, das war auch so eine geile Zeit, wo alle getanzt haben und diese ganzen TikTok-Sounds, die da im Trend waren, auch hier mit Renegade oder, also die Tänze, oder, naja, einfach halt, was da alles so, sag ich mal, viral ging auf der App. Ich weiß nicht, das war einfach so eine schöne Zeit. Gleichzeitig kam ja da auch Animal Crossing New Horizons raus. Und das war auch mit Abstand wirklich. Es ist, glaube ich, wirklich auch mein. Nein, ich mein. Ja, mein Zweitlieblingsspiel. Einfach auch wegen den Erinnerungen, wegen der Zeit. Ich habe damals so viel Animal Crossing gespielt. Ich, ja, hatte mir auch extra die Nintendo Switch Lite geholt für Animal Crossing, weil ich davor keine Switch hatte. Und ja,
Dann hatte ich damals das Spiel so gesuchtet, wirklich. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, über 300 Spielstunden oder so. Also das ist wirklich sehr extrem gewesen und habe wirklich am Tag auch bis zu, keine Ahnung, 10 Stunden oder so an meiner Insel gebaut. Also das war schon, ja, eine sehr, sehr intensive Zockerzeit für mich. Aber es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und es hat auch viel abgelenkt, auch vom Alleine-Sein, weil man ja auch seine Freunde nicht mehr gesehen hat. So hat man halt seine Dorfbewohner online, Freunde halt dann so getroffen. Oder naja, es war halt, man ist auf die Insel zurückgekommen und es war wie, als ob man so aus der Realität ein bisschen flieht, sag ich mal. Ja, obwohl es bei mir keinen Grund gab zum Fliehen, sag ich mal, weil es mir ja gut ging, aber naja, manchmal hat man sich dann doch ein bisschen alleine gefühlt und es war alles so, man wusste nicht, wie es weitergeht. Hat man dann noch mehr frei? Muss man wieder in die Schule? Wie ist es, wenn man wieder in die Schule muss und so? Und naja, da hat auf jeden Fall Animal Crossing sehr, sehr stark geholfen. Und deswegen verbinde ich dieses Spiel auch sehr, sehr stark mit mir. Also ich liebe dieses Spiel einfach so sehr. Und finde es halt auch, ja, mega schade, dass keine Updates mehr kommen, dass die da leider ein bisschen reingekackt haben. Naja, ich habe übrigens auch ein paar YouTube-Videos hier auf meinem YouTube-Kanal. Ambienz-Videos mit Animal Crossing. Also check die auch unbedingt gerne mal aus. So am Rande. Ja, da werden auch noch ein paar in Zukunft, denke ich mal, kommen. Eins ist sogar noch in meiner Galerie, das muss ich noch schneiden. Ich mache ja dort auch immer die Hintergrundmusik selber. Nicht die Musik, die Hintergrundgeräusche mache ich immer selber. Weil an sich die Sounds aus Animal Crossing, die kann man auch verwenden und die sind auch mega. Aber da ist halt die Musik. Und wegen, na, Copyright und so, ich habe da keinen Bock auf Probleme. Oder ich möchte halt einfach keine Probleme bekommen mit Copyright. Deswegen mache ich die Videos dann einfach stumm und mache dann die ganzen Sounds im Hintergrund selber. Also das Zwitschern von Vögeln oder so habe ich selber aufgenommen. Das Lagerfeuer knistern habe ich dann mit einer Plastikfolie gemacht. Etc. etc. Ist ja auch egal. Darum soll es jetzt nicht gehen. Auf jeden Fall wollte ich halt nur sagen, es werden noch weitere Animal Crossing Videos kommen. Also, falls ihr die nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und checkt gerne die anderen Animal Crossing Videos aus. Würde mich sehr freuen. Das wollte ich halt auf jeden Fall nur mal kurz sagen. Auch das mit Animal Crossing halt, wie gesagt, es war so eine schöne Zeit mit dem Spiel. Es hat sehr geholfen. Es hat sehr abgelenkt. Und ja, einfach die Erinnerung und so, wie gesagt, na, das ist halt, deswegen ist das auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ich freue mich auch schon so sehr, falls irgendwann ein neuer Teil rauskommt von Animal Crossing. Ja, genau. Ich habe nämlich damals auch, als man halt nicht raus, also ich glaube, es war ja auch ab 22 Uhr diese Ausgangssperre, was auch meiner Meinung nach total dämlich war, aber naja, gut. Kann man sich drüber aufregen, muss man aber nicht. Ich habe zu diesem Zeitpunkt auch, wo ich viel zu Hause war, dann auch viele Let's Plays geschaut, auch von Animal Crossing, von der lieben Tyrafine. Vielleicht kennt ihr sie ja, die liebe Kati. Ja, ist eine Mega-YouTuberin. Ich habe sie damals da auch entdeckt durch die Animal Crossing-Videos. Sie hatte ja schon damals auch Animal Crossing New Leaf Let's Plays gemacht und die Videos hochgeladen. Die habe ich dann auch im Nachhinein, auch im Lockdown, alle geschaut. Aber durch die Animal Crossing New Horizons Videos bin ich auf jeden Fall auf sie aufmerksam geworden. Und jetzt ist sie auch einer meiner absoluten Lieblings-YouTuberinnen geworden. Die The Last of Us Let's Plays schaue ich zurzeit auch bei ihr. Ist ja auch sehr schade, weil sie ist ja nicht mehr aktiv zurzeit, weil sie hat ja jetzt auch einen neuen Job. Seit jetzt auch schon über ein Jahr. Und da hatte sie ja gesagt, mit YouTube, das macht sie jetzt halt wirklich nur noch hobbymäßig. Und ich glaube, das letzte Video kam jetzt vor 8 Monaten. Sie ist ja auch Mama geworden. Deswegen, ja. Naja, ist sie da leider ein bisschen inaktiv. Aber das macht ja nichts. Denn es sind noch ganz, 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 ganz viele Videos über die, ich glaube, 10 Jahre, die sie auf YouTube war.
ist, war. Naja, sie war auf jeden Fall, ich glaube, 10, 15 Jahre, wenn nicht sogar noch mehr, auf YouTube. Und da sind ja, ich glaube, über 10.000 Videos entstanden oder so. Ich kann ja mal gerade kurz gucken. Terrafin. Ja, 11.000 Videos. Krass. Naja, ist auf jeden Fall genug noch da. So, das wollte ich auch nochmal sagen, dass ich das halt auch sehr gerne geschaut habe, diese Let's Plays von ihr. Und ja, als es dann auch wieder losging mit der Schule nach Wochen, das war auch so ungewohnt, in der Schule Masken zu tragen, immer Hände zu waschen, wenn wir aufstehen und uns wieder hinsetzen. Und ja, immer dieser, ja, 1,50 Meter Abstand, an den sich gefühlt keiner gehalten hat in der Pause. Man hat sich umarmt, man ist sich, ja, nachgekommen, sag ich mal. Also man hat sich nebeneinander gesetzt. Und immer die Lehrer, die dann kamen und gemeckert hatten, auseinander. Das war auch so lustig. Ja, was heißt lustig? An sich, es war ja auch gut, Abstand zu halten, aber naja. Ja. Ich meine, wir waren damals ja auch noch Kinder und na, generell auch die Grundschüler. Ich glaube, die meisten, die haben das gar nicht so verstanden. Ja, naja, war auf jeden Fall eine Riesenumstellung und man musste sich erstmal dran gewöhnen. Ja, genau. Einfach, ja, einfach alles. Auch wie das mit der Schule aufgebaut war. Die Klassen wurden aufgeteilt. Und dann war ja auch Homeschooling. Das war auch eine geile Zeit. Das war so 2021. Das war, wie war denn das? Ich glaube, 2020, so im Frühjahr, war ja so eine riesige Welle von Corona. Dann war Sommer, dann war es ja wieder besser. Und dann war ja 2020 im Herbst auch wieder so eine Riesenwelle von Corona. Da war ich auch das erste Mal im Heidepark im Herbst. Das war Oktober, glaube ich, oder? Oktober, war das Oktober? Ja, doch, ich glaube, das war Oktober. Da war ich mit einem Freund das erste Mal im Heidepark. Das war auch so krass, weil das war halt eine Woche, bevor diese Corona-Welle wieder richtig reingepfeffert hat. Da war halt auch Corona und man musste Masken tragen, auch auf den Achterbahnen und so. Damit, ne, wenn man schreit, halt irgendwie der Speichel nicht auf die anderen fliegt oder so, keine Ahnung. Ja. Genau. Deswegen musste man da auch Masken tragen. Und naja, das war auf jeden Fall, da hatten wir Glück. Da, ja, waren wir eine Woche, bevor das wieder so richtig losging, dort im Heidepark. Und es war auch richtig mega. Ich bin auch mit dieser größten Holzachterbahn Europas gefahren. Ich glaube, das ist die größte Europas. Kolossus heißt die. Das war auch die schlimmste Achterbahn aller Zeiten. Ich bin, hier, wie heißt das? Ich verwechsel das immer. Entweder Flug der Dämonen oder Fluch der Dämonen. Das kann ich ja auch nochmal schnell googeln. Heidepark. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja doch, Flug der Dämonen. Okay, ich dachte immer Fluch oder Flug. Ich habe das verwechselt. Naja, egal. Mit Flug der Dämonen bin ich gefahren. Dann noch mit Krake. Das waren alles, die waren auch Adrenalinkick des Tausend, des Jahrtausends. Aber Kolossus war wirklich so die Schlimmste, weil ich habe halt Höhenangst. Und diese Holzachterbahn ist fucking 60 Meter hoch. Deswegen, oh nee, nee, ich war froh, also es war geil, aber ich war froh, als ich wieder da draußen war. Naja, da waren wir auf jeden Fall im Heidepark. Und dann kam ja diese Corona-Welle, die zweite. Und dann war ja generell über den Herbst, Winter, war das ja sehr, sehr extrem, sag ich mal. Ich hatte auch damals im Herbst ein zweiwöchiges Praktikum im Einzelhandel. Und das war auch, ja, eine Erfahrung, die man, glaube ich, nicht braucht fürs Leben. Also, beziehungsweise schon, aber ja, es war sehr anstrengend. Es war, die Menschen waren anstrengend. Die Maskenpflicht, es war, boah, es war der Horror. Ich denke mal, die Leute, die im Einzelhandel arbeiten, die wissen, wie es ist. Und dann noch Corona zusätzlich dazu, das war, oh, wie die Leute
2018. Oh mein Gott, da war ich auch froh, als ich dann fertig war mit dem Praktikum. War zwar auch eine prägende Zeit, aber ich war froh, als sie vorbei war. Naja, dann war ja der Winter, wie gesagt, auch komplett, nachdem der Herbst auch so eskaliert war mit Corona, neuen Corona-Fällen. Und das war ja dann im Winter auch. Und dann war ja 2021, war ja auch so viel Schnee. Also da war ja irgendwie auch der meiste Schnee nach irgendwie, ich glaube, 30, 40, 50 Jahren oder so in Deutschland. Also das war ja wirklich komplette Schneeeskalation in manchen Bundesländern und bei mir halt auch. Und dann, ja, hatten wir halt keine Schule. Draußen war überall Schnee. Und dann war ja auch die Phase, als Marvel wieder angefangen hat, Projekte rauszubringen. Das war ja dann dieses riesen Marvel-Comeback mit WandaVision. Und das war auch so eine schöne Zeit, jede Woche die Folgen von der Sitcom zu schauen. Und dann immer auch von Folge zu Folge, wie man gemerkt hat, es wird immer ernster. Die Sitcom entwickelt sich zu dem, was da halt passiert. Ich will jetzt nicht spoilern, falls ihr WandaVision nicht kennt. By the way, unbezahlte Werbung. Schaut sie euch unbedingt an. Es ist eine Marvel-Serie mit einer Frau und einem Mann, beziehungsweise einem Roboter. Einmal Wanda und Vision. Und die Serie startet in Schwarz und Weiß in ihrem, in ihrem Haus. Alles ist perfekt. Sie haben gerade geheiratet und halt einfach dieses typische Sitcom-Feeling. Aber nach und nach merkt man, da stimmt was nicht. Und dann merkt man auch nach und nach, was da eigentlich abgeht. Dass da Magie im Spiel steckt oder dahinter steckt. Und also wirklich, ich denke mal, die meisten kennen die Serie, aber falls ihr sie nicht kennt, schaut euch unbedingt mal den Trailer an. Und am besten dann danach gleich die ganze Serie. Ich glaube, sie hat 8 Folgen. Mega, mega geile Serie. One of my favorites ever. Genau. Ja, naja, die WandaVision-Zeit war sehr, sehr schön. Und dann halt einfach, dann ging es ja weiter. Die Schule war offen. Es war Wechselunterricht. Dann, wo der Sommer wieder losging, war dann wieder Normalschule. Das war dann auch wieder, da musste man sich dran gewöhnen. Da musste man wieder von Montag bis Freitag. Und das war auch so ungewohnt am Anfang. Naja. Und dann ging das Jahr auch zu Ende. Dann war ja wieder eine Corona-Welle. Und dann 2022 hat es mich auch betroffen. Dort hatte ich dann auch das erste Mal Corona. Auch an meinem Geburtstag war ich in Quarantäne. Wobei ich aber sagen musste, ich habe mich sogar gefreut, dass ich zu Hause bleiben konnte, weil somit hatte ich 2 Wochen länger Winterferien und konnte meinen Geburtstag zu Hause verbringen und musste nicht in der Schule von den Leuten alles Gute und hier, na, ich habe das immer gehasst. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch eine Klasse, die ich nicht so nice fand. Deswegen war ich da froh, dass ich zu Hause war. Genau, ja, naja. Und dann ging das ja auch zu Ende und dann irgendwie, weiß ich nicht. Die Maskenpflicht ging ja dann auch letztes Jahr auch weg. Dann zum Ende waren die Masken, musste man die ja auch noch tragen in der Straßenbahn und im Krankenhaus. Aber sonst im Supermarkt und so, als man dann auch wieder ohne Maske einkaufen gehen konnte. Boah. Das war schon, das war am Anfang von Corona. Man hat die Maske getragen. Es war so ungewohnt. Und dann so am Ende, sag ich mal, in Anführungszeichen, am Ende von Corona, war es wieder ungewohnt, die Masken nicht mehr zu tragen. Die Ironie dahinter ist lustig. Okay, nee, eigentlich nicht. Aber naja, das war halt so, ne, am Anfang. Es war so ungewohnt, die Masken zu tragen. Und dann so gegen dem Ende herum war es komisch, die Masken nicht mehr zu tragen. Ja, dann hat das halt nach und nach immer geändert. Und dann wurde alles wieder langsam. Naja, was heißt normal? Ich habe das Gefühl, Corona
Corona hat uns alle verändert und heutzutage, ich meine, es war noch nie alles normal, aber damals war es schon so ein bisschen normal, die Welt. Und jetzt, ja, jetzt ist gar nichts normal. Irgendwie ist alles so, weiß nicht. Es hat auf jeden Fall die Menschheit sehr stark verändert. Viele sind auseinandergegangen. Es ist viel Streit, Hass entstanden, leider in dieser Zeit. Und ja, aber einfach irgendwie auch die Zeit, finde ich. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Einbildung ist, aber seitdem Corona war, geht die Zeit so schnell rum. Jetzt auch wieder, wenn man überlegt, wir haben 2024 und wir haben jetzt den 30. März. Ach, ich verstehe das nicht. Wir hatten doch erst Weihnachten und Silvester. Hä? Wo ist die Zeit denn? Also, oh. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist so komisch. Wie schnell die Zeit rumgeht, ist, ja, weiß ich nicht. Es verfliegt alles so schnell. Ja, der Winter, jetzt der Frühling, den habe ich auch kaum mitbekommen. Eigentlich habe ich auch im Frühling immer sehr stark Allergie. Dieses Jahr hatte ich es irgendwie gar nicht. Zum Glück. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber das war halt auch immer so ein Jahr. Der Frühling ist da. Und ja, jetzt ist einfach schon fast Sommer. Also, das ging schon echt schnell rum alles, ja. Naja. Ich denke mal, das geht vielen so, dass seit Corona sehr, sehr viel passiert ist und ja, die Zeit auch sehr schnell rumgeht. Ist alles sehr schnell verflogen. Das macht mir auch sehr Angst, weil man lebt ja auch nur einmal und ja, wenn dann die Zeit so schnell verfliegt, ist das jetzt nicht so schön. Aber ja, wenn ich so überlege, wie alt ich jetzt bin, wie alt meine, naja, was heißt Freunde, die Leute, mit denen ich damals befreundet war, wie alt die jetzt sind, wie wir uns alle entwickelt haben heutzutage und das ging alles so ratzefatze schnell und oh, weiß ich nicht. Das ist so. Irgendwie die Jahre, die sind einfach so schnell verflogen. Als hätte man die Zeit irgendwie verpasst, verpennt oder wie auch immer. Keine Ahnung, wie ich es erklären soll. Naja, und jetzt sitze ich hier 2024 auf meinem Stuhl, in meinem Zimmer, in meiner ASMR-Ecke und nehme mein neues YouTube-Video auf. Meinen neuen Tingle Talk oder die neue Folge vom Tingle Talk. Ja, naja, durch Corona bin ich ja auch wieder auf ASMR aufmerksam geworden. Das ist auch ein positiver Vorteil. Also, ich habe ja schon damals auch ASMR auf Instagram gemacht mit den Slime-Videos und da gab es dann auch die Fidget Spinner. Zungenbrecher, sorry. Ja, und da hatte ich da auch schon ein bisschen ASMR mitgemacht auf Insta. Deswegen, also ich kenne ASMR schon, ich glaube seit 2016 oder so. Aber so richtig dann nochmal angefangen hatte ich ja 2022. Ja, genau. Also, ja, Corona, scheiße. Es hat aber viele Vorteile. Und das war halt auch ein Riesenvorteil. Weil ich glaube, ohne Corona wäre ich auch niemals darauf gekommen, mit ASMR anzufangen. Also, ja, bin ich da auch sehr happy, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ja. Wie dem auch sei, wie ich gesagt hatte, es war eine sehr, sehr prägende Zeit. Und mich würde mal eure Meinung natürlich auch interessieren. Haut mir doch mal sehr gerne in die Kommentare ein paar Texte rein oder ein paar Zeilen, wie für euch die Corona-Zeiten war. Natürlich, ihr müsst auch nicht ins Private gehen. Also, na, falls irgendwie was Blödes passiert ist bei euch, ihr müsst es nicht sagen. Irgendwie keinen Namen nennen oder dies, das, jenes. Na, einfach, naja, einfach so, vielleicht in ein, zwei Sätzen, vielleicht auch länger, wie ihr wollt. Einfach mal beschreiben, wie ihr diese ganze Corona-Situation fandet und wie ihr jetzt damit umgeht. Also blickt ihr da drauf zurück, sag ich mal, oder denkt ihr an diese Zeit zurück mit einem guten Gefühl, dass ihr sagt, boah, das war so eine mega Zeit. Mega. Oh mein Gott, hoffentlich kommt das irgendwann nochmal. Also so Lockdown.
Oder blickt ihr zurück und sagt, das war die schlimmste Zeit eures Lebens oder vielleicht nicht die schlimmste, aber mit einer der schlimmsten? Das würde mich sehr stark interessieren. Schreibt es sehr gerne mal in die Kommentare. Genau. Und ich hoffe einfach mal, dass alle, die dieses Video jetzt sehen, dass ihr alle gut die Corona-Zeit überstanden habt und dass es euch jetzt wieder gut geht, dass ihr gesund seid, dass eure Freunde und Familien gesund sind, weil das ist ja auch das Wichtigste. Nichts auf der Welt ist wichtiger als die Gesundheit. Deswegen ist das ja auch so eine Corona-Krankheit. Viele sind krank geworden, sind gestorben. Gleichzeitig aber, es war auch so schön und ja, das ist halt dieses, ne, das schrecklich Schöne, sag ich mal, an dieser Sache. Für mich jetzt. Ja, das ist auch sowas, was ich so unfair finde, weil zu dieser Zeit ging es so, 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 so vielen Menschen so schlimm. Ich denke mal halt auch, also die Tiere natürlich auch, die darf man auch nicht vergessen. Für die Tiere war das auch eine Umstellung. Wenn man nicht mehr spazieren gehen konnte mit dem Hund oder so, da mussten die sich auch dran gewöhnen, ab 22 Uhr nicht mehr raus oder keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber naja, ich würde auf jeden Fall sagen, für Menschen und für Tiere war es sehr, sehr schlimm. Gleichzeitig für viele war es auch eine sehr schöne Zeit. Ja, das ist schon unfair. Naja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt alle die Zeit gut überstanden. Und ja, ich hoffe, euch geht es soweit jetzt besser. Viel, viel besser als damals, wenn es euch dort schlecht ging. Ich bedanke mich jetzt bei jedem Einzelnen von euch da draußen, der bis jetzt dieses Video angeschaut hat. Wenn ihr noch am Start seid, dann haut doch mal sehr gerne den, dann haut doch mal sehr gerne ein grünes Herz in die Kommentare. Dann weiß ich, yo, ihr habt das Video bis hierhin geschaut. Haut doch alle mal sehr gerne ein grünes Herz rein. Genau, ja. Ich hoffe auf jeden Fall an alle, die bis hier geschaut haben, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir doch, wie gesagt, auch sehr, sehr gerne weitere Themenvorschläge für den Tingle Talk in die Kommentare. Würde ich mich auch sehr, sehr freuen, damit ich Bescheid weiß, ja, was wir als, oder was ich als nächstes dann drehe, dass ich diesen Tingle Talk auch wieder öfter machen kann. Weil, wie gesagt, ich liebe es einfach. Man kann reden, man kann auch mal offen sein, man kann auch mal wichtige Themen ansprechen. Zum Beispiel hier mit Silvester. Auch wenn ich jetzt noch, sag ich mal, eine kleine Reichweite habe, aber gleichzeitig finde ich, ist es aber auch schon eine große. Und die möchte ich halt auch für ein paar Dinge nutzen. Deswegen, ja, habe ich das ja auch mit dem Silvester-Video gemacht. Silvester-Böller, Silvester, na, dass das schädlich ist für die Umwelt, für die Tiere, dies, das, Ananas. Schaut gerne vorbei, falls es euch interessiert, ist in der Tingle-Playlist, in der Tingle-Talk-Playlist verlinkt. Genau. Ja, falls ihr irgendwelche Themen habt, haut die gerne rein. Genau, ihr Lieben. Ich bedanke mich fürs Einschalten bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und natürlich auch vielen, vielen Dank für euren Support. Ja, ich wünsche euch natürlich noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Oder bis zum nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Zeit. Und dann würde ich einfach mal sagen, vielleicht sehen oder hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben.